Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchseuch und heute geht's mal wieder weiter mit dem American Truck Simulator und dem Mac Anthem in einen doch, ja, sehr annehmbaren Version. Wir haben hier eine Kettlackierung und natürlich ein Triple Aufliegerset aus Australien. Ja, klappt auch in Amerika, deswegen würde ich einfach sagen, wir machen den Motor an. Oben nochmal und wir sind natürlich in der 1.37 Beta. Ich nehme das einen Tag vorher sogar mal auf, am 27. Ihr werdet es am Samstag sehen, wahrscheinlich um 10. Und ja, ich hatte ja das letzte Mal schon so ein bisschen angedeutet, wie wollt ihr es haben? Wollt ihr, und das könnte ich ja durchaus mal als Umfrage hier reinmachen, wenn wir hier mit unserem Langgerät hier vom Firmengelände runterfahren. Oh, ja! Ach ja, wann kommt der Mac ins Spiel? Eventuell werden wir ja früher oder später einen weiteren LKW bekommen. Ob es der Mac sein wird? Ja. Da müssen wir mal ein bisschen... ohne auf die Straße zu gucken, fahren wir hier erstmal auf. Werden wir mal ein bisschen geduldig sein, ne? Oh, das... das gibt Probleme hier beim Rumfahren. Ach, verdammt. Ich habe mich vertan. Ach, ich bin auch wirklich ein richtig dummes Kind. Ich bin nur ein richtig dummes Kind. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ne? Wirklich gar nicht. Oh. Ui. Naja, das ist nicht gut. Ah, kriegen wir den runter? Ja, yeah, komm, Baby. Ah, wir haben runtergekriegt. Oh! Bravo! Cool. Fahren wir richtig? Ja. Also, ich hatte ja mal gefragt, wie sieht's aus? Momentan bringe ich auch ein bisschen Spin Tires. Wollen wir es so machen? Version 1, das wäre die Version, die wir jetzt die letzten Zeiten hatten, vom Montag bis... Oh Gott, wo fahren wir denn lang? Ach du Scheiße. Oh Gott. Von Montag bis, bis Freitag bringen wir, drei Folgen Spin Tires, zwei Folgen ATS, Version 2 umgedreht, drei Folgen ATS und zwei Folgen Spin Tires. Version 3 wäre das, was ich diese Woche gemacht habe. Drei Folgen Spin Tires, drei Folgen ATS. Natürlich bleibt dann nicht mehr viel übrig für ein weiteres Spiel. Aber okay. Nur mal so. Ja, wenn ich die Umfrage reingemacht habe, wenn ich es wieder vergessen habe, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare so reinschreiben. Oh, ist ja geil, ey, hier lang zu fahren. Mit den Triple-Auflieger hier auf Feldwegen oder was? Das sind ja australische Verhältnisse hier, die wir ja haben. Da kommt überhaupt nicht aus dem Knick hier. Eieiei. Oh, Baby. So haben wir es aber nicht geplant gehabt hier. Das sind wirklich australische Verhältnisse. Ich kann gar nicht so richtig Geschwindigkeit aufbauen hier. Weil er hier den Berg gar nicht so richtig hochkommt. Heieieiei. Hi, fahren wir so jetzt. Ja gut, machen wir mal so, wie das Navi das haben will. Aber jetzt fahren wir gleich ein bisschen berg runter, dann sollte es wieder besser laufen. Meine Güte, was habe ich mir heute für eine Strecke ausgesucht? Freunde der untergehenden Sonne. Sollte wahrscheinlich nicht so sein. Naja, geht doch. Läuft. Jetzt werden wir mal ein bisschen Schwung mitnehmen.
Oh, wow, 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 wow. Alter, Junge, 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 Junge. Ja, man sollte nach vorne gucken, aber ich wollte euch den LKW ein bisschen zeigen. Heiliges Kanonenrohr. Ja, das ist aber eine Strecke, das kommt den LKW ganz gut, ne? Hier mal so ein bisschen abseits befestigter Straßen. Aber da vorne werden wir jetzt wieder ein bisschen sehen. Ich werde mal gucken. Ja. Wir haben 47 Tonnen geladen und ich denke mal 140 Meilen noch. Jetzt werden wir langsam beschleunigen. Ja. So, ja, ein bisschen hier. Ach so. Mal mal. Hamburg Süd. So. Ach, jetzt aber. Los geht es mit unserem Road Train durch Amerika. Auf unbefestigten Straßen waren wir jetzt einen Teil unterwegs. Sah ja richtig nice aus, muss ich ja ehrlich sagen. Aber jetzt werden wir uns mal zurücksetzen und diese Tour genießen. Ja, wir haben ja mitbekommen, also ich habe ja am Donnerstagabend noch mal ein kurzes Infovideo gebracht, dass Colorado der neue Bundesstaat für den American Truck Simulator nach Idaho sein wird für das Jahr 2020. Und da sind wir auf jeden Fall schon mal, naja, sicher, wo die Reise für den ATS hingeht. Richtig sicher, welcher LKW natürlich kommt, das sind wir uns nicht. Und danke erstmal für die Kommentare. Die Rocky Mountains und was da noch alles Bekanntes noch in Idaho ist. Nicht in... Uiuiui. Kriegt ihr noch irgendwie zurück. Das habt ihr alles schön geschrieben. Finde ich toll. Freut mich natürlich. Und werden wir natürlich Ende des Jahres bekommen. Aber LKW technisch könnt ihr mir... Euer Ernst, ey, wir haben keinen Sprit mehr. Wie weit reicht denn der Sprit noch? Mac. Ist das irgendwo? Ist das in der Tankstelle? Er sagt 100. 300 Meilen dürfte ich noch fahren. Ja, reicht doch. 300 Meilen? Eigentlich ausreichen. Boah, glaube ich schon, das reicht. Wir haben ja nur noch 122 Meilen. Na, man muss halt auch im Hinterkopf behalten, ne? Der LKW hat einiges an Gewicht zu ziehen mit den drei Trailern. Das ist ja nicht nur das Gewicht, sondern auch die einzelnen Reibungen von den einzelnen Rädern, die noch darauf wirken. Ich bin rüber. Ich hätte das auch nicht mehr geschafft mit Anhalten und Bremsen. Irgendeine Ausrede muss ich haben. Man sieht hier überall diese, aber die Mack Trucks hier als KI-Fahrzeuge. Ja, schon ein Weilchen drin, ne? So. Man hat es ja bei dem Bild auch so ein bisschen mehr vorgehoben. Diesen LKW als Mischfahrzeug für Beton. Vielleicht war das ja so eine kleine, aber feine Andeutung. Wir wissen es nicht. So, 40 Meilen habe ich mal reingemacht.
Na, 20 Meilen noch. Oh Gott. Ich will rüber, mein Freund. Ich habe hier Oldtimer-Autos jetzt wieder hier am Start. Gab es jetzt wieder ein Update. Aber erstmal, glaube ich, nur für die 1.36. Ich habe die jetzt trotzdem mit drin. Und ja, bis jetzt funktioniert es. Wenn es abstürzt, naja, dann wissen wir ja, irgendein Fehler muss sein. So, oh, 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 die Neigung. Das ist schön. Ist das neu? Haben sie extra für mich hingestellt, ne? Dass ich nicht schneller als 25 Meilen fahren soll, sonst kippt der LKW. Wir fahren ein bisschen schneller, aber ist egal. Muss den Schwung mitnehmen. Na, überhole, komm, Johnny. So, wir versuchen mal wenigstens 55 Meilen zu erreichen mit dem LKW. Es ist ein bisschen schwieriger. 50 Meilen habe ich mal erstmal eingetragen, eingestellt. Man muss ja eins nicht, oder darf es ja nicht vergessen. 55 Meilen, das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. War das 90 km/h? 96? Irgendwie so. Rüberfahren hier. Ja, kann er mir überholen. Und das dauert natürlich auch mal ein bisschen, ne, bis der LKW auf Geschwindigkeit kommt. Aber wenn er dann rollt er erstmal. Denn kann ihn nicht so schnell was bremsen. Ne? Außer meine Faust. Dann halte ich ihn auf. Ach, der ATS ist schon was Schönes. Und wenn ihr gerade so wie hier in dieser in diesen Abmaßen mit drei Trailern, wie du unterwegs bist, da sieht das schon echt nicht schlecht aus. Oh, 50 Meilen, das passt. 91. Haben wir noch auf dem Tacho. Und wir fahren Richtung Norden, Richtung Seattle. Dort vorne ist irgendwo eine Tankstelle. Müssten wir hier abfahren, aber das lasse ich. Wir schaffen es auch so. Er sagt uns, wir könnten noch 219, 218 Meilen fahren. Durchschnittlich, ich habe jetzt noch 29 Gallonen drin. Wir fahren Richtung Nordwest. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? 15 und noch was. Oh. Jetzt habe ich fast fertig aufgepasst. Ah, hier ist ein Trailer vom Boeing eingesackt. Also ein leichter Fehler bei manchen. Wir sind ja ein bisschen der Original. Also ich habe hier noch einen Mod von Steam Workshop runtergeladen. Ich das, oh, falscher Knopf. Von dem Dashboard. Ja. Fahren wir erstmal rüber hier. Muss ein bisschen aufpassen. Ich finde, ein Bordcomputer sagt eigentlich alles, was wir brauchen. 25 Gallonen noch, 190 Meilen. Ah, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Wollte das. So, was sagt denn der? 4,6. Ach, das sind die Gallonenanzahl, wa? Wie Gallonen der pro 100 Meilen verbraucht, oder was? Mensch, schau mal aus, das Ding hier. Oh, ich habe fast 1000. Oh nein. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Ey, warum muss denn jetzt hier mal wieder eine Unfallstelle sein? Das kann doch nicht sein. Die ist ja richtig abgegangen. Oh. Oh. Ah, ich habe ein langes Ding. Ich muss hier vorbei. Das ist ganz schön komisch. Na, schauen wir mal. Was haben wir hier noch alles? 30 Grad sind draußen, 50 Meilen eingestellt. Okay. Das Mac-Zeichen. Da zeigt er uns an, welchen Gang wir so gerade sind. Im 12. Hier, dass wir 50 Meilen fahren. So ähnlich fahre ich zum Beispiel mit meinem normalen Auto. Meilen. Und hier wahrscheinlich die Schaltsachen.
Will ich nicht. Lass das mal so drin. So. Mal rüber. Also ich habe mir jetzt mal ein bisschen so den Bordcomputer angeguckt. Falls dann wirklich mal ein Mac ist, dann weiß ich, was alles gemeint wurde. Müde ist er auch schon wieder. Naja, so wie immer. On the road again. Ja, wenn man hier nur auf Achse ist, nur am Fahren. Ja, das Klopapier muss jetzt zu den ganzen Bürgern gebracht werden. Ja, dann ist doch klar, dass man dann müde wird. Jetzt. Ach, wir haben ja nicht mehr Edeltraut hier am Schlüssel. Ja, nächste Woche, also ich, wenn ich es nicht vergessen habe mit der Umfrage, dann werde ich natürlich da mal drauf gucken, wie euch das geliebt. Ah, wir müssen hier zur Waage. Okay, machen wir das einfach mal. Machen wir mal. Wenn wir schon wieder durch die Unfallstelle gefahren sind, dann machen wir das. Ich böser Maximus. Dann schalt es doch aus. Naja. Oh. Mach mal los hier, Junge. Die Leute haben noch zu tun. Oh. 94 Tonnen Gesamtgewicht. Ey. Jetzt mal ohne Scheiß, wir fahren fast mit. Oh. Ich habe hier irgendwo eine Waagestation. Dann war ich wahrscheinlich auf der Waage noch gar nicht, ne? Zwar das ja abgefahren, aber. Da fahre ich ja mit fast 100 Tonnen hier Gewicht durch die Gegend. Du musst natürlich mit deinem Karoli langfahren. Wir haben zwar, glaube 605 PS haben wir im Fahrzeug. Aber braucht natürlich auch immens lange, bis der hier auf Touren kommt. Warte mal. Einmal auf der Fahrbahn, ja. Wir bleiben erstmal hier. Okay, 15 Meilen noch, da sind wir da. Er sagt uns auch noch konkret, wir können gar nicht mehr so viel fahren. 80 Meilen. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen Sprit sparen, da unterwegs sein. Oh, ein bisschen more Traffic hier, wa? Ja, Speed Limit wurde jetzt angepasst. 50 Meilen nur noch. Für den Verkehrsfluss, wenn die Leute sich dran halten, ist so eine Verkehrsleitanlage gar nicht mal so schlecht, ne? Müssen sich aber nur die Leute daran halten. Hat das alles keinen Nährwert. Ah, jetzt den Berg hier wieder hoch, das wäre auch eine wahre Pracht. Wollen sich die Leute wieder. Eieiei, komm. Juhu, da ist der Seattle, Mann. Bei den Seattle Supersonics. Mit Detlef Schrempf. Eines der ersten Basketballspieler in der American Football League, nicht American Basketball, NBA. NBA habe ich das damals gerne gespielt. Also nicht NBA, ja doch, das so schon, aber Basketball habe ich gerne gespielt. Vielleicht werde ich mir mal wieder mal bei NBA 2K mal ransetzen, mal ein Game machen, einfach mal beim Livestream. Aber ich muss halt auch wieder schauen, ja, da hat auch der ein oder andere mal so gefragt. Ich muss erst mal gucken, wie das mit den Livestreams jetzt erstmal aussieht, wenn das alles so gedrosselt ist. Sieht das ja auch alles ein bisschen schäbig aus. Und wenn ihr heute Samstag, werdet ihr definitiv noch ein Euro Truck Simulator Video sehen. Ob ich denn noch eins schaffe, so gegen 19 Uhr. Weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich mal in die Luft und fliege mal eine Runde. Wird da wieder rummeckern, wie ich fliege. Aber egal. Oh, wir müssen hier durch die Anlage. Ei, das machen wir noch kurz hier. Was ist denn das hier so? Ah, genau.
Die Röntgenanlage. Also ist schon nicht schlecht. Ah, da vorne. Ach, guck, da vorne fährt die Bahn lang. Herrlich, hier ist da ordentlich Action. Das gefällt mir. Hier auf, ab ins... Oh, sind wir da ran. Ach Gott. Das ist hier ein Zaun zu, oder was? Ach, ich habe dieses Loch getroffen. Ah, jetzt klappt's. So, mal läuft doch. Boah, da mit den ganzen Kränen, nein, das sieht schon... herrlich. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. So, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, ohne große Probleme. Ja, sollten wir hinkriegen. Noch ein Stücke. Juhu! Und damit geben wir die Fracht wieder ab. Und haben wieder Gutes geleistet für den Warentransport. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Für alle, ne? Trucks Book läuft momentan nicht auf der 1.37 Beta ATS. Fällt mir gerade wieder ein, weil ich das geöffnet habe. Wird aber nicht abgerechnet. Und so ist es. Ja, stimmt einfach oben rechts ein bisschen ab. Und lasst einfach mal ein Däumchen da. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.